Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Aber ja, schauen wir mal. Also, ich finde die Idee gut. Also, dass wir erstmal quasi die Isolation fahren. Irgendwie, wir motivieren das jetzt einfach mal nach Rollenspielerart, könnte man sagen. Wir haben ein Defizit hier oben. Wir haben ein Defizit, unsere Ausgaben übersteigen unsere Einnahmen. Tja, warum machen wir dann Entwicklungshilfe? Ne? Also da kann man ja sagen, Foreign Aid, das sind 2 Milliarden, die können wir uns sparen. Definitiv. Die könnten wir canceln, direkt. Wir brauchen auch die Kampagne für Tourismus jetzt nicht. Tja, was haben wir hier? Einen diplomatischen Service brauchen wir auch nicht. Unsere Grenzkontrollen sollten wir vielleicht höher machen. Unbedingt. Ne? Also solche Dinge. Und dann werden wir bestimmt... Nee, das ist Geld. Die Glühbirne ist. Foreign Policy. Also ich bin jetzt nicht für die Border Wall. Die können wir auch gar nicht. Haben wir nicht genug ein... Aber... ja, Citizens Test ist mir auch so ein bisschen in die falsche Richtung, aber Foreign Investment Restrictions wäre sowas. Oder Einfuhrzölle. Ja, Einfuhrzölle auf jeden Fall. Ne? Beim Foreign Investment wäre ich noch vorsichtig, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Geld. Ja, das stimmt. Ja. Also gucken wir jetzt einfach mal, legen wir jetzt einfach mal fest, wir haben ein Defizit und diesen ganzen Quatsch mit dem Ausland brauchen wir nicht. Wir sind stark als ein Land. Also Leute, die was zu uns liefern, sollten Zölle bezahlen. Wir helfen jetzt auch nicht mehr außen. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir erstmal alleine klarkommen. So in dieser Richtung. Gar nicht mit rassistischem Einfluss. Aber danach orientieren wir jetzt alles, was wir als nächstes machen. Genau, und dazu kommt auch noch, dass... naja, relativ viele Leute zugewandert sind und unsere die Sozialsysteme in diesem Land das ja augenscheinlich nicht mehr schaffen. Mhm. Und das ist so der Moment, wo ich hoffe, dass niemand daraus ein eigenes Video macht. Und deswegen müssen wir natürlich die Grenzkontrollen noch mitfahren. Genau, also an dieser Stelle, ich werde auf jeden Fall ein YouTube-Video daraus machen, aber nicht ohne diese Vorrede. Aber wir spielen jetzt mal isolanistisch, wollte ich jetzt sagen. Isolationistisch. Also, Border Controls, Retina-Scans. Ja, unbedingt. Also setzen wir das mal hoch. Ganz bis an den Anschlag. Was brauchen wir dafür? 21. Ja, die haben wir. Okay. Dann... würde ich sagen, Foreign Aid, okay, abschaffen. Wir können komplett die Auslandshilfe abschaffen. Dafür brauchen wir 11. Das können wir jetzt leider nicht. Aber die Tourismuskampagne, also die Werbekampagne für Tourismus, das Geld können wir uns sparen. Ja, definitiv. So, und hier, das können wir, den diplomatischen Service können wir jetzt auch nicht mehr abschaffen. Wir haben noch 7. Dafür können wir jetzt nicht mehr viel machen. Was wir noch machen können ist, ich klicke immer auf die Graphen, was wir noch machen können ist vielleicht bei den Steuern, dass wir in irgendeiner Form auf zu Hause gucken. Nee, nicht wirklich, ne? Nee, auch nicht, aber dann würde ich einfach nächste Runde machen. Absolut. Und wir machen jetzt erstmal hier dicht. Also die Auslandshilfen werden jetzt erstmal weggenommen und dann schauen wir, was passiert. Also. So, Pollution, also die Umweltverschmutzung, die Situation hat auch geendet, also machen wir alles richtig, würde ich sagen. Okay, unsere Credit Rating wurde downgegradet. Na toll. Das ist nicht unsere Schuld. Und wir haben. Ah, der Rail Strike. Tja, aber das ist ja so ist es halt. Okay. Sag mal, wollen wir Leute eigentlich noch ins Ausland fliegen lassen? Oder
wenn wir das ein bisschen beschränken. Na, ich denke, es wird mit Border Controls wird es schon. Ach so, auf Flüge wirkt es sich nicht direkt aus, aber wir könnten halt tatsächlich gucken, ob wir Steuern für Flugzeuge hochsetzen, ne? So als Beispiel, ja. Ja. Also, das ist ja auch gut für die Umwelt. Genau, wir haben ja auch hier Airline Tax. Also wir besteuern das Flugbenzin. Könnten wir hochsetzen. Da haben wir, würden wir Einkommen generieren. Da bin ich dafür. Aber ich würde jetzt als erstes mal Foreign Aid abschaffen. Ja. Das heißt, das hier kommt weg. Und Flugsteuern, da können wir doch mal, ja, wo gehen wir da hin? Also gerade an die Grenze, dass wir nur 8 ausgeben, damit wir noch ein bisschen handlungsfähig sind. Wir machen einfach Fliegen erstmal teurer. Genau. Gut. Ja, möchte ich. Jetzt haben wir noch 9. Also Fliegen machen wir teurer. Hier haben wir noch Vielfliegersteuer. Die könnten wir auch hochsetzen. Und da würde ich, weiß nicht, auch erst an die Grenze gehen oder volle Lotte? Nee, so die Grenze finde ich gut. Ja, dann sind es nur 3. Mhm. Ja. Eingeführt. Machen wir es den Leuten ein bisschen schwieriger mit ins Ausland kommen. Hier, nee, das können wir jetzt nicht mehr canceln. Wir haben noch 6. Das wird eventuell... Ja, dann machen wir einfach mal nächste Runde und würde ich sagen, dann diplomatischen Service canceln und Einfuhrzölle. Ja. Unser Defizit ist weiter gestiegen, aber das liegt einfach nur daran, dass irgendwer von außen dieses Credit Rating, also das geht ja nicht. Also, nächste Runde. Wieso sind wir überhaupt so abhängig von internationalen Beziehungen und Bewertungen? Ja. Hier haben wir was. Real Estate Bubble. Also, das ist ja etwas, was innen drin passiert. Wir könnten State Housing mal anfassen. Das haben wir auch, glaube ich, getan. Also es ist kurz davor. Behalten wir mal im Blick. Wir haben eine Situation und ja, ausweisen, ne? Also es gibt die Möglichkeiten, wir weisen jemanden aus, der terrorverdächtig ist, oder wir behalten ihn hier, aber ich würde sagen, da ist dann ausweisen. Ja, also in unserer Logik, ja. In dieser Logik, dass wir uns jetzt isolieren, ist ausweisen das Richtige. Genau. Siehst du, wie einfach es ist, die Patrioten zufriedenzustellen? Ja, ganz offensichtlich. Das ist abgefahren. So, jetzt hier diplomatischen Dienst canceln wir und Einfuhrzölle. Import Tariffs implementieren. Und zwar, tja, ganz hoch? Oder ein bisschen? Ein bisschen, genau, diese Grenze da, die von der 4 auf die 8. Alles klar. Jetzt haben wir Einfuhrzölle eingeführt und jetzt sind wir schon wieder auf nur 4 politischem Kapital. Unser Defizit ist, unsere Einnahmen schrumpfen etwas, unser GDP stabilisiert sich, unsere Schuld fängt an nach oben zu gehen jetzt gerade. Aber das liegt wahrscheinlich auch an unserem Credit Rating, beziehungsweise die Weltwirtschaft. Also genau, die Weltwirtschaft, wir müssen uns unabhängig von der Weltwirtschaft machen. Ja, das ist die ganze Idee des Isolierens. Gut. Und dabei fällt mir übrigens ein, wenn wir doch keinen diplomatischen Service und keinen Tourismus mehr haben, brauchen wir doch auch keinen Fremdsprachenunterricht mehr in Schulen. Da hast du vollkommen recht. Was haben wir hier? Wir haben hier, die können wir direkt canceln mal. Verpflichtende Fremdsprachenklassen. Das machen wir mal. Weg. Und jetzt haben wir 0. Gut, dann machen wir nächste Runde und gucken uns an, was wir noch finden, was wir nicht mehr brauchen.
Hazel Adams möchte, dass wir Biosprit fördern. Tja, das ist sehr gut. Dieser Sache würde ich folgen, weil wir sorgen dann dafür, dass wir weniger abhängig vom Öl sind, was aus dem Ausland kommt. Genau. Das ist eine Argumentation. Genau, also führen wir das ein. So in der Mitte oder höher. So viel Geld irgendwie in das. Da können wir das hier auch ganz ausgeben. Meinst du ganz hoch? Ja. Wir haben das ja bisher immer nur nicht umgesetzt, weil wir unsere Landwirtschaft nicht nur mit der Produktion dieses Rohstoffes beschäftigen wollen. Aber jetzt geht es ja eh nicht anders. Da können wir das auch hochdrücken. Ja, also apply changes. Gut. Oh. Wir haben den Friedensnobelpreis bekommen. Es tut mir ein bisschen weh, dass jetzt, wo wir alles in Schund und Asche hauen, kriegen wir den Friedensnobelpreis, ernsthaft? Ja, nach der zweiten Wiederwahl geht's hier, also es ist nett, dass wir von außen irgendwie so eine nette Statue bekommen, aber die kommt auch nicht rein, weil sie hat keine Retina, also schafft sie es nicht durch den Zoll. Ja. So, das haben wir gemacht. Tja, was haben wir noch? Wie beliebt sind wir jetzt eigentlich? Hä? Wie beliebt sind wir jetzt eigentlich? An der Popularität hat sich anscheinend nichts geändert. Das irritiert mich wahnsinnig. Mich auch. Nun gut, ja. Machen wir noch mehr kaputt. Genau, was ist das hier? Achso, das sind die Einfuhrzölle. Gut, wir hatten diese, wir haben gesehen, es gibt diese Blase, da müssen wir gegensteuern. State Housing. Mhm. Da müssen wir jetzt was reintun, das geht nicht anders. Die Leute müssen wo wohnen. Also hätte ich gesagt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, ich würde hier auch vor die Grenze gehen. Ja. So. Jetzt sind wir wieder bei 6, also machen wir nächste Runde. Ja, aber anscheinend können wir machen, was wir wollen. Die Popularität geht in keinster Weise in irgendeiner Form runter. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Powerlines. Stromtrassen möchten ein paar Bürger nicht. Aber ganz im Ernst, wir müssen unser Land versorgen. Also würde ich sagen, bauen wir trotzdem. Ne? Definitiv. Tja. Es gibt übrigens im Chat den Vorschlag, das Militär abzuschaffen. Da wäre ich aber dagegen, weil wir müssen ja unser Land verteidigen, falls von außen wer reinkommt. Ja, ist jetzt eine spannende Argumentation. Sagen wir... Wir wollen auch unsere Grenzen bewähren, aber ja, im Prinzip schon. Also es passt nicht, wenn man isoliert, passt es nicht wirklich, dass man das Militär abschafft, oder? Aber wir können ja mal tatsächlich das Militär angucken überhaupt, wo wir da sind. Das ist auch hier. Wir sind bei 11,7 Milliarden Ausgaben fürs Militär. Wir können das Militär nicht abschaffen. Wir können es nur sehr, sehr niedrig finanzieren. Also das wäre eine Option, aber an der Stelle würde ich sagen. Ich würde das Militär eher aufbauen als abschaffen, einfach auch, weil wir Arbeitsplätze für die Leute in unserem Land brauchen. Also wir haben jetzt keinen Tourismussektor mehr, ein Stück weit Industrie wird uns jetzt flöten gehen. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Arbeitsplätze noch gebraucht werden. Ob das jetzt sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Ja. Und die Blauhelm-Einsätze haben wir tatsächlich keine. Wir haben ansonsten nur international die Entwicklungshilfe, mehr hatten wir nicht. Genau. Vielleicht kommen die Auslandseinsätze dann auch noch später. Ja. In dem Spiel.
Ja, also was wir hier mal oben machen können ist, wir können mal gucken hier, das Investment aus dem Ausland ist super hoch. Da könnten wir dran gehen. Was haben wir hier? Wir bekommen keine Hilfe von außen. Das ist uns nur als nur recht. So, unsere Auslandsbeziehungen sind jetzt gerade runtergegangen durch die Aktionen, die wir gemacht haben. Tja, stört uns nicht. Wie sieht's aus mit der... Die Immigration geht nach unten, weil wir unsere Border Controls hochgesetzt haben. Jetzt könnten wir noch Politiken einführen. Das ist, glaube ich, bei Public Services oder so. Oder ist das Foreign Policy? Hier müsste man doch, dass man Einbürgerungstests macht. Ich muss euch mal ganz kurz für ungefähr eine Minute alleine lassen. Ich muss schon wieder niesen, meine Nase kribbelt. Bin gleich wieder da. Alles klar. Ah ja, okay. Ich gucke mal gerade, was man noch machen könnte. Ist hier vielleicht bei Law and Order irgendwie ID-Cards? Ist super teuer. Ich versuche mal die City. Ah. Citizenship Tests habe ich tatsächlich gefunden. Ich habe zum ersten Mal die Suchoption hier oben benutzt. Und ist bei Foreign Policy. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Ist gleich das erste. Das könnten wir machen. Weil dann werden die doch Staatsbürger und dann können die doch wählen. Das stimmt. Also das, also wenn wir doch sehr abgeschieden bleiben wollen oder werden, dann wäre es vielleicht nicht so gut, wenn die Staatsbürger werden können. Ja, aber es wirkt sich negativ auf Immigration aus. Deswegen hatte ich das im Hinterkopf. Ja, mit unserer Isolation, es ist nicht wirklich viel bei der Popularität jetzt irgendwie passiert durch die Sachen, die wir gerade abgeschafft haben. Ich bin so ein bisschen auch fast ein wenig enttäuscht, weil ich weiß jetzt nicht, was das nächste ist, was wir anpacken sollen, weil wir haben jetzt irgendwie schon viel Pulver verschossen. Wir können jetzt natürlich sagen, okay, wir setzen das Militär hoch. Wir können die Mauer bauen. Also dann hätten wir eine. Wir brauchen 40. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt einmal weiterklicken, dann sollten wir das haben. Ja, dann bauen wir jetzt mal eine Mauer. Niemand hätte die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist weg, weil wir sind jetzt isoliert. Spannend. Unser Credit Rating wurde nach unten genommen. Na toll. Das ist ja super. Ja, bauen wir mal eine Mauer. Unser Schuldenberg wächst. Um eine Mauer um England, ja, das ist so eine Sache. Aber ja, wir bauen jetzt mal die Mauer. Und wie viel Geld geben wir aus? Hier wieder vor der Grenze, noch nicht alles. Ja, wir haben momentan halt nicht so wahnsinnig viel Geld, deswegen bin ich mir unsicher, ob es. Naja, also ob wir da so viel Geld ausgeben sollten. Außer es ist uns einfach egal. Ja, wir können auch sagen, wir führen die Mauer ein und geben eine Milliarde aus und gucken dann mal, wann wir es hochsetzen, wenn wir dann mehr haben. Das finde ich gut. Okay, also fangen wir an, eine Mauer zu bauen. Und jetzt haben wir schon nichts mehr. Nächste Runde. Spreading fake news. Interessant. Oh. So, die Umweltproteste sind vorbei. Die Sachen lösen sich hier wie bekloppt. Das sind die Langzeitwirkungen von den anderen Entscheidungen, die wir davor getroffen haben, glaube ich. Ja. Und hier haben wir Housing Market Boom. Also, es geht nach oben mit den Eigenheimen und so weiter und so fort. Ja, das stört die Armen. Das ist halt, aber wir brauchen natürlich Sachen. Die Arbeitslosigkeit fällt, sagt es hier. Und wir haben eine Forderung eines Spenders. Kelly Nelson.
Der möchte gerne, dass Workers on Boards eingeführt wird. Und ansonsten sind wir ihn los. Können wir mal gucken, wollen wir das? Ich weiß nicht, wie sich das auf unsere Idee des Isolationismus, das ist wirklich ein schweres Wort, auswirkt. Ja, das weiß ich auch nicht. Man könnte jetzt versuchen, irgendwie zu argumentieren, dass es ja viele ausländische Investoren sind in diesen Unternehmen und dass es da vielleicht gar nicht so schlecht wäre, dass unsere Arbeiter brauchen ein Mitspracherecht. Schließlich und endlich soll es in unserem Land gut nach vorne gehen. Also sollten die Arbeiter auch in den Aufsichtsräten ein Mitspracherecht haben. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Das ist dann immer so auch nach innen gedacht, aber jetzt nicht total verkrampft, sondern auch so in dieser Richtung. Und dann würde ich tatsächlich mal sagen, ich mache das zu und klicke hier auf Implement Policy as Requested. Und ich hätte es jetzt so in der Mitte gelassen, oder? Ja. 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 Dann haben wir das mal eingeführt. So. Wir haben immer weniger Probleme. Also wir können mal gucken. Gig Economy ist am Absinken. Die Asthma-Epidemie ist fast vorbei. Die Fettleibigkeit ist nächste Runde vorbei. Doctor Strikes jetzt nicht. Und auch die überfüllten Krankenhäuser, na, das geht auch leicht runter. Also das ist schon faszinierend. Okay, unser Defizit ist krass. Aber das liegt halt daran, dass andauernd irgendwie unser Zinssatz hochgesetzt wird und die Weltwirtschaft gerade am Schrumpfen ist. Also was soll denn das? Unser Bruttoinlandsprodukt geht jetzt sogar leicht nach oben gerade. Haha, nämlich. Ja, wir haben die Mauer gebaut. Wie sieht's mit Immigration aus? Ja, geht schwer nach unten. Gesundheit, wird im Chat gesagt. Danke, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Auf einmal fängt an. Pünktlich, wenn wir live sind. Es tut mir leid. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also tatsächlich ist es so, ich hatte mir das mit dem, wir igeln uns ein, so ein bisschen mit stärkerem Impact, aber unsere Umfragewerte, es passiert nichts. Ich glaube, wir sind schon zu dominant. Gott, das ist ja hier, da haben wir lange nicht drauf geguckt. Ja, Patrioten ist hochgegangen. Jetzt, ab hier haben wir die krassen Änderungen gemacht, aber hier ist auch irgendwie, das ist auch spannend. Ich glaube, wir haben halt nichts groß geändert, was die Lebenssituation von den Individuen einschränkt. Guck mal, was jetzt passiert ist. Also wir greifen noch nichts ein, was die Leute persönlich betrifft. So ein bisschen von Grenzkontrollen abgesehen. Insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich. Also falls sich nochmal jemand fragt, warum vielleicht auch in den USA der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat, was da passiert, es betrifft die einfach nicht. Ja, stimmt, ne? Diese ganzen Sachen sind halt irgendwie someone else problem, könnte man sagen. Genau. Ja. Und deswegen gehört zu den vielen Kompetenzen, die man haben sollte im demokratischen Zusammensein, auch Empathie, dass einem das auffällt. Ja. So, und das ist der Moment, wo ich wieder kurz verschwinde. Die Allergie schlägt zu bei Romy. Guten Abend, Bilana. Schön, dass du auch da bist. Das ist sehr schön. Ja, ist ja auch einiges los hier. Also wir versuchen uns gerade zu isolieren quasi. Eine Art Rollenspiel, haben alles nach außen abgeschottet und die Analyse von Romy fand ich super treffend. Es betrifft die Leute alle nicht wirklich selber und in den USA kann man es halt sehen, inwiefern dann
plötzlich solche Sachen möglich sind, wenn man nicht selber wirklich betroffen ist und es einem einigermaßen noch gut geht, ist es alles gar nicht so schlimm. Und ich habe keine Ahnung, nur die Hälfte mitbekommen von dem, was du gesagt hast und das, was ich gehört habe, war sehr klug, vielen Dank. Auch was die Leute für ihr Land tun können, das müsste man sich aber grundsätzlich im demokratischen Zusammenleben fragen. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute da oben irgendwas entscheiden, sondern das machen wir ja alle. Mhm. Manche Leute müssen dafür demonstrieren, andere Leute machen das in ihren Jobs. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und manche machen das schon, wenn sie einkaufen. Ja. Auch eine interessante Frage. Was ist, wenn Waren, die Bevölkerung haben will, nicht ins Land kommen? Naja, also wir haben schon Einfuhrzölle angesetzt, die fangen sich an auszuwirken. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, was wir auch machen könnten, wäre halt, wir könnten halt so sagen, okay, wir müssen auch dafür, wir könnten uns jetzt in unserer Isolation auch so darauf berufen, zu sagen, wir müssen jetzt aber auch dafür sorgen, dass unser Land nicht nur gesund ist, sondern halt auch produktiv. Wenn wir uns nur auf uns selbst verlassen, auf unsere Werte, und dann kann man halt gucken, dass man zum Beispiel Tabak-, Alkoholsteuer hochsetzen oder auch die Freizeitdrogensteuer noch erhöhen. Wäre jetzt so das Nächste, was mir einfallen würde, wenn wir diese Isolationsschiene weiterfahren. Ja, das finde ich auch gut. Ich finde auch den Ansatz von Horst, danke übrigens, dass du es nochmal erklärt hast, dass die Begründung für die Streichung der Sozialleistungen geht. Auch das könnte man machen. Man könnte auch weiter... Ja, ach, wir kommen schon wieder so krass an diese pseudopatriotisch-nationalistische Ecke ran. Ja. Weil in dem Moment, wo wir unser Land abschotten, es gibt keinen anderen Referenzrahmen als uns selbst. Und das bedeutet, dass wir aus uns selbst heraus wirtschaften müssen, sodass es funktioniert. Wir müssen aus uns selbst heraus Technologie beschaffen, aber wir kommen auch da nur so bedingt dran, weil wir ja gleichzeitig auch nicht wollen, dass Waren aus anderen Ländern zu uns kommen. Ja. Das geht jetzt halt ganz schnell. Das ist erstaunlich, oder? Wenn man einfach an einer Stelle anfängt, wie schnell das geht, dass man zum nächsten Schritt kommt, der in dieser Denkweise auch konsequent ist. Ja. Ja, also im Prinzip, ne, was wir gemacht haben, ist jetzt halt zu versuchen, mit Gewalt die Globalisierung zurückzudrehen. Wir haben neue Einnahmequellen geschaffen und unser Defizit rauscht gewaltig in den Keller. Weil ganz, ganz viel ist bereits globalisiert, was hier akkurat dargestellt wird. Aber wir haben die Leute noch nicht getroffen, unsere Popularität bleibt dieselbe. Ich hatte das vor allem auch... Also mit Sozialleistungen zurückfahren können wir auch anfassen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, was passiert denn? Wir haben schon eine super hohe Alkoholsteuer. Wir treffen jetzt mal die Leute. Also wir heben die einfach mal an. Ja, das wär eine Variante. Wenn wir die Leute treffen wollen, könnten wir auch überlegen, ob wir über so Sachen wie Bildung gehen. Dass wir wieder die Privatschulen fördern, oder dann sind wir wieder bei dem Gesundheitswesen, das einfach zu stärker privatwirtschaftlich zu orientieren, das ging ja auch. Weiß ich nicht, worauf du oder ihr mehr Lust hättet. Es gibt, wird gerade gefragt, gibt es eine Tabaksteuer oder eine Zuckersteuer? Es gibt eine Tabaksteuer, die können wir nur zum Teil erhöhen. Zuckersteuer gibt es tatsächlich nicht. Soweit ich das sehe. Wir haben eine Junkfood-Steuer. Junkfood. Da steckt es drin. Okay, zurück zur Frage. Wo können wir den Leuten am ehesten wehtun? Und welchen Leuten? Ja, also im Prinzip würde ich jetzt sagen, so erstmal, wir müssen darauf achten, dass unsere Produktivität hochgeht und wir müssen sparen. Weil... Von außen wurden unsere Kreditratings runtergesetzt. Das ist doof. Also, wo sparen wir als erstes? Bei der Kultur. Definitiv. Kultur und, ja. Also, die Kulturförderung würde ich jetzt
canceln. Ja. Okay. Dann ist die schon mal weg. Ein Politik weniger hier unten, das ist doch angenehm. Und dann machen wir nur noch einen, nächste Runde. So, hier. Fettleibigkeit ist vorbei. Super, da können wir auch Sachen zurückfahren. Dementsprechend, weil die Fettleibigkeit vorbei ist, können wir Sachen abschaffen. Ja. Was möchte Hazel Adams? Ja, verpflichtende Fremdsprachenklassen. Nein, das machen wir nicht. Die haben wir mit einer Begründung abgeschafft. Und wir haben die DNA-Datenbank. Da diskutieren wir jetzt auch nicht über das Dilemma lang und breit, sondern was würden wir als wenn wir eine Isolationspolitik verfolgen, was würden wir da machen? Da hätte ich jetzt gesagt, ich gucke nur auf die Sachen Criminal Only Database. Nur Kriminelle kommen da rein. Das ist halt die Frage, wen wir als kriminell bezeichnen. Also packen wir dann auch die Leute rein, die sich vielleicht illegal in unserem Land aufhalten? Denn das wären ja Kriminelle? Dann wahrscheinlich ja. Ja, also ich würde sagen, das ist hier durch die Hintertür drin, weil hier steht Criminal Only Database und dann praktischer Ansatz, es wird nur von Verdächtigen die DNA-Probe behalten. Und wir könnten dann, also und an der Stelle geht es schon wieder, was du sagtest, da geht es dann schon wieder in die sehr nationalistische und rassistische Ecke, weil wir könnten dann Criminals Only machen und dann Racial Profiling einführen. Das gibt es nämlich auch bei Law and Order. Ja. Aber ich würde jetzt einmal das hier machen, damit wir das weg haben. Also wir haben die Kulturförderung jetzt abgeschafft. Glaube ich, nachsteuern. Jetzt. Viele Leute wollen ja dann auch ins Ausland und reisen und Kultur und so. Welche Steuern? Ich habe es akustisch nicht gut verstanden. Ich glaube gar keine Steuern. Hatte ich Steuern gesagt? Ich habe es nicht richtig verstanden. Die Bildung. Ach so. Die Bildung anfassen. Ja. Und die ein bisschen runterfahren, ob das nun in den öffentlichen Bibliotheken ist oder wo auch immer. Ja. Aber ich denke, dass die. Ich hätte jetzt gesagt, wo haben wir das? Wir könnten erstmal Healthy Eating Campaign abschaffen, weil die Fettleibigkeit ist vorbei. Ja. Kostet auch nur einen. Sparen wir wieder was. Ja, und dann die öffentlichen Bibliotheken, hast du gesagt. Mhm. Wo haben wir die denn? Public Libraries. Ja, da können wir ein bisschen, ich würde sagen, bis hier an die 5 gehen. Ja. Nicht ganz abschaffen, das Nein. gibt nur Ärger. Wir nehmen die runter. Was haben wir hier? Die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehanstalten. Nee, die Leute brauchen, müssen ja Informationen bekommen. Das ist schon unsere Aufgabe. Nationale. Ja. Genau. Es ist wirklich zu leicht. Es ist wirklich krass, wie ich habe das mit der Isolation vorgeschlagen und wir versuchen das neutral zu halten und man driftet immer wieder in diese Ecke ab. Also das ist tatsächlich eine, ich finde es abgefahren. Und jetzt guck mal. Was ist hier passiert? Das war vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vor 7 bis 8 Runden ist die Zustimmungsrate der Kapitalisten hochgeknallt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was haben wir gemacht? Ach, die Umweltverschmutzung, die Krise ist vorbei. Wir haben die Werbekampagne, wir haben die Grenzkontrollen hochgesetzt. Ah, und wir haben die Auslandshilfe gestrichen. Okay. Das hat so einen krassen Einfluss auf die Kapitalisten. Belana fragt übrigens im Chat, ob man auch noch neue Sachen einführen kann. Ja, definitiv. Wollen wir auch.
wir haben uns jetzt gerade nur so ein bisschen verfranst in diesem Isolationismus-Ansatz, der augenscheinlich noch niemandem so richtig wehtut, der aber als nächsten konsequenten Schritt nur haben kann, naja, ein bisschen autoritärer dieses Land zu führen. Und da scheuen wir uns davor, weil wir genau diesen Kurs nicht fahren wollten. Und deswegen verabschieden wir auch gerade noch keine neuen Sachen, weil wir noch nicht so richtig sicher sind, in welchen Weg wir jetzt einschlagen. Ich bin immer noch so ein bisschen davon angefahren, dass wir, indem wir sagen, wir isolieren uns, dass die Kapitalisten das gut finden, obwohl unsere Wirtschaft echt am Absacken ist. Aber das ist der freie Markt dann, oder? Ich versuche gerade irgendwie einen Halt zu finden, um das in irgendeiner Form einzuordnen oder interpretieren zu können. Also das ist gerade so, hä? Was passiert? Ich muss echt sagen, ich weiß es nicht. Ja, also. Und Belana ist auch schön. Belana sagt, sie findet es schon interessant, dass wir trotz Isolation versuchen, keine Diktatur zu errichten. Und es ist echt nicht leicht. Also es ist wirklich nicht leicht, hier keine Diktatur draus zu machen. Ja. Ja, weil im Prinzip ist es ja schon, wenn du sagst, du isolierst, du machst die Grenzkontrollen hoch, du sorgst für Einfuhrzölle, das heißt, du beschränkst schon Freiheiten. Und an irgendeiner Stelle kommt dann so der Gedanke, ich muss dann aber vielleicht auch noch kontrollieren, dass innen drin alles gut läuft, weil wenn du einmal Freiheit beschneidest, dann willst du halt gucken, dass dir nicht irgendwo anders dann was auseinanderplatzt, also kontrollierst du mehr und damit beschneidest du wieder Freiheit. Und also das ist irgendwie so, das ist meine Küchenpolitik wissenschaftliche Deutung dieser ganzen Sache. Das ist auch an der Stelle wirklich völlig richtig gedeutet. Weil okay. der nächste konsequente Schritt wäre ja dann auch, wäre die Frage, wie schafft man das, dass dann die Leute, die was dagegen haben, möglichst durch sind? Also brauchen wir mehr Geheimdienste? Müssen die stärker arbeiten, vor allem Inlandsgeheimdienste? Brauchen wir mehr Polizei und so weiter und so fort? Brauchen wir das Community Policing eigentlich dann noch? Wäre die nächste. Also, so, es gibt ganz, ganz viele Fragen, die sich anschließen. Weil, wenn du Menschenrechte wegnimmst, und gerade Freiheitsrechte, sind Leute erstaunlich empfindlich. Ja. Die wehren sich dann. Und Rechte wieder wegzunehmen ist viel, viel schwieriger als Rechte zu geben. Auf Dauer. Ja. Die haben da keinen Bock drauf. Also das kann man nur mit Gewalt, mit staatlicher Gewalt und vielleicht auch dem übermäßigen Einsatz von staatlicher Gewalt irgendwie beruhigen. Ja. Aber wir haben hier auch tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Unsere Zustimmungswerte bleiben stabil. Und da wir jetzt so viele Sachen gemacht haben, und es sind sogar Zustimmungswerte hier bei den Kapitalisten halt hochgegangen, da wir so viel gemacht haben, zerstören ist immer leichter als Aufbau, sehe ich gerade im Chat. Ja, aber tatsächlich ist ja, wir haben ja eigentlich, also wir haben uns finanziell ein wenig selbst in den Fuß geschossen, aber kaputt gemacht haben wir es nicht. Wenn jetzt Wahlen wären, wir würden wiedergewählt werden, obwohl wir eine Grenzmauer gebaut haben. Also, ich fürchte einfach, dass wir so gespielt haben, dass wir an so eine Grenze mit der Popularität gekommen sind, dass uns eigentlich nichts mehr passieren kann. Ja, zumindest nicht kurzfristig. Ja. Es war auch schön, dass wir gar nicht so aufs Geld geguckt haben. Also ich würde jetzt was anderes vorschlagen. Ich würde sagen, so das mit der Isolation, also zwei Möglichkeiten, frage ich dich, Romy, aber auch gleichzeitig den Chat. Wir können jetzt sagen, okay, wir laden nochmal. Also machen dieses Isolationsding, weil es führt mir zu sehr auch in diese nationalistische, was dann rassistisch nach sich zieht, Ecke und Diktatur. Das können wir machen, so vom Ansatz her, aber dann würde ich direkt einen bösen Ansatz wählen und nicht direkt darauf, sondern erstmal auf einen
über einen Polizeistaat gehen, hätte ich jetzt so gesagt. Also das wäre ein anderer Ansatz, als wir ihn jetzt gewählt haben. Aber ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zurück und überlegen uns was Neues. Und meine Idee als nächstes wäre, wir gucken nicht aufs Geld und nicht auf Umfragewerte, sondern gehen krass in die Sachen rein, um unsere Probleme einmal alle komplett zu lösen. Das wäre so ein Gamer-Ansatz, wenn man versucht, alle Herausforderungen gerade irgendwie zu bewältigen. Dann würde ich halt Gesundheitssystem hoch, aber den Rest irgendwie so lassen, sondern so tatsächlich so, müsst jetzt den Doctor Strike beenden und die überfüllten Krankenhäuser. Das wäre mein Ansatz für noch ein Experiment, um zu gucken, wenn wir da auch mit der Popularität nicht runtergehen, wäre das dann auch ein Indiz für mich zu sagen, vielleicht sollten wir was Neues anfangen, weil wir sind, es ist ja noch eine Alpha-Version von dem Spiel. Es kann sein, dass dieses Spiel in eine Sackgasse läuft, wenn deine Umfragewerte zu gut werden, dass sie nicht fallen können. Fürchte ich dann, jetzt. Da könnte ich mir gut vorstellen, wirklich den öffentlichen Sektor komplett runterzufahren. Um das jetzt einmal auszuprobieren, meinst du? Und genau, das jetzt einmal auszuprobieren. Und ich muss dazu sagen, im Chat gibt es gerade den freundlich, also gibt es die Frage, ob wir in so eine Populismusrichtung spielen wollen. Also quasi Populismus pur. Und das ist genau die Schwierigkeit. Populismus braucht, egal ob rechts oder links Populismus, immer noch eine Ideologie rechts oder links. Das heißt, in der Weiterentwicklung von Populismus, von die da oben und wir und die, kommen wir genau da raus, was André und ich die ganze Zeit ja auch nicht spielen wollten. Und da kommen wir zu dem zweiten Hinweis. Nee, wir fahren gerade nicht die DDR. Da bin ich ein bisschen, also vielleicht liegt es daran, dass das irgendwie immer noch auf meiner Geburtsurkunde steht, dieses DDR-Emblem, aber da bin ich wirklich ein bisschen empfindsam, weil wir immer noch keine Diktatur sind und die auch nicht spielen. Also nein, wir fahren nicht den Weg der DDR. Ja, das würde ich nämlich auch nicht sagen. Ja, dann fahren wir doch mal, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Also, den öffentlichen Sektor zurückfahren. Erstmal haben wir hier die Jugendclubs. Könnten wir abschaffen, kostet 10. Ich versuche das mal so mitzumachen. Hier haben wir die... weg. Was? Unbedingt weg. Jugendliche, die mitmachen und die mitbestimmen wollen. Wow. Ja, das ist nicht gut. Dann haben wir hier die Fachhochschulen im Prinzip. Ah, die könnten wir brauchen. Ja, die könnten wir brauchen. Hier haben wir freies Schulessen. Die können wir leider nicht mehr abschaffen. Das kostet zu viel. Da habe ich eben... Achso, das haben wir gesagt, brauchen wir auch. Das war der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Hier haben wir die kostenlosen Augentests. Die können wir mal abschaffen. Ja. Ja. Dann... hier haben wir... Das ist Abtreibungsgesetzgebung. Nee, also ich glaube, das kriegen wir gerade nicht argumentiert. Nee. Also kriege ich zumindest nicht argumentiert. Das nee. Ist unheimlich. Dann verpflichtende Bezeichnung von Lebensmitteln, ja. Ja, wir könnten auch die Kampagne, dass wir die Umwelt sauber halten. Aber eigentlich passt das auch nicht zur Isolation. Das heißt, wir fahren Schule runter. Ach nee, wir können die Schule nicht runterfahren. Da haben wir zu wenig politisches Kapital. Ich denke auch, dass wir jetzt diese großen Dinge da anfassen müssen. Was bedeutet, wir brauchen relativ viel politisches Kapital. Also machen wir einfach mal nächste Runde. Ja. Wir haben hier ein Dilemma. Nee, den roten Impfpass habe ich auch noch. Und irgendwie gucken mich Leute beim Arzt immer noch irritiert an, wenn ich den roten Impfpass bringe. Der DDR-Impfpass. Ach echt, der ist rot, den kenne ich nicht, nee. Ja, warte, den kann ich euch zeigen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nur so einen, habe ich den eigentlich hier? Den müsste ich... Deutschland sucht den Impfpass, ne?
Ja, bei uns sah das, also meiner sieht so aus. Ich weiß nicht, ob man da Hammer und Sichel halbwegs erkennen kann. Ja, muss ein bisschen nach, von dir aus gesehen, rechts halten. Nach rechts? Ja, super. Ja, dann kann man es erkennen, ja. So sieht das, sah das gute Stück aus, beziehungsweise sieht es immer noch. Und es wäre übrigens auch ganz schön, es gab auch eine offizielle Personenkennzahl. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ich kann es so knapp erkennen, tatsächlich. Auch ganz schön, und drohte dann so die Daten der Eltern. Ja. Naja, und dann steht halt drin, seit meiner Geburt. Naja. Es ist hier einfach nur so eine langweilige Liste. Ich glaube, meine Kamera belichtet über, aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil mein Impfpass ist relativ voll mit Dingen. Das sind die Vorteile, wenn man so lange wie ich als Rettungssanitäter und im Katastrophenschutz tätig war, dann befindet sich relativ viel auf diesem Impfpass an Schutzimpfungen drauf. Und Melana sagt, oh, jetzt gibt es eine Geschichtsstunde. Nein, es wird keine Geschichtsstunde. Ich fand es nur schön, dass Horsti auch diesen roten Impfausweis. Und als André dann meinte, er hat ihn nicht, konnte ich nicht anders. Nee, ich bin gebürtig aus dem schönen Ostwestfalen, was Teil von Nordrhein-Westfalen ist. Ich bin Sächsin. Und komme aus dem tiefsten Sachsen und bin jetzt in Sachsen-Anhalt. Ja, und ich werde bald in einigen Wochen Brandenburger. Es ist nur ein Steinwurf zur Grenze nach Berlin, aber ich werde demnächst in Brandenburg wohnen. Ja. Ein Nordrhein-Westfale in Brandenburg. So, jetzt wieder hier zurück. Wir sind wir isolieren uns. Ich vermeide das Adjektiv. Also erlauben wir das Bohren, weil das ist auf unserem Grund und Boden. Ja, also wir können sie eh nicht importieren, deswegen müssen wir das bei uns machen. Es geht gar nicht anders. Korrekt. So, Situation imminent. Oh. Cyber Warfare. Müssen wir jetzt unseren Geheimdienst hochfahren? Es ist total spannend. Das ist, seit wir diese Änderungen gemacht haben, wie eine Rakete nach oben geschossen. Endlich mal was sich auswirkt. Ja. Tja, da sind wir bei dem, was wir vorhin hatten. Wir werden den Geheimdienst hochfahren müssen. Ja. Falls wir das noch können. Ja, können wir. 26. Wir können hier ohne Probleme... Ah, wir haben versprochen, dass wir den Geheimdienst runtersetzen. Das ist eins unserer Wahlversprechen. Da können wir uns jetzt nicht mehr halten dran. Das funktioniert nicht. Aber dann, jetzt geben wir dann dafür wieder Geld aus. Aber so ist es halt, ne? Ja, man muss halt mal auch Prioritäten setzen. Ja, das Sachzwangmonster hat zugeschlagen, Freunde. Ja. So, Geheimdienst hochgesetzt. Das kann hier nicht angehen. Was ist das hier eigentlich? Da habe ich gerichtliche Unabhängigkeit. Ja, nee, das ist schon gut. Ja, also, ja. Wir haben ja auch unsere Antikorruptionsagentur eingeführt. Die läuft immer noch und tut was gegen die Korruption. Haben wir vor ewigen Zeiten mal eingeführt. Fand ich immer noch eine gute Idee. So, wir drehen die Schule weiter zurück, ne? Ja. Das heißt, wir gehen... digitalen Kram brauchen wir ja nicht mehr. Also es sind ja nur noch wir. Ja, also gehen wir hier an die Grenze. Spart mal gerade 5 Milliarden. Sehr gut. Ja. Tja. Davon können wir doch bestimmt wieder irgendwas verstaatlichen.
Ich warte ja immer noch, dass der Bana-Streik jetzt gleich zuschlägt. Jetzt hat er schon wieder dieser Fehler, dass wenn ich irgendwo reinklicke, ich wollte jetzt einfach das Spiel wieder aktivieren, macht er einfach nächste Runde. Ja, unser Credit Rating wird wieder runtergewertet. Also, die internationalen Beziehungen wirken sich krass auf das Credit Rating aus. Aber ein multinationaler Konzern hat entschlossen, bei uns sein Hauptquartier zu installieren. Warum? Guter Arbeitsmarkt, gute Ausbildung und eine stabile Regierung. Naja, und wenn sie in unserem Land sind, dann gehören sie ja zu uns und dann umgehen sie die Einfuhrzölle. Tatsächlich, ne? Wir haben nur dieses neutrale Isolieren gemacht und nicht die Feindlichkeit mit reingebracht bisher. Ja, das stimmt. Weil ich denke, das entspricht uns beiden auch einfach nicht. Ja. Ja. Genau, also... Ich will jetzt auch nicht sagen, das tut mir leid, aber... Nee, widerstrebt halt mir auch. So, ich möchte jetzt noch mal kurz... Beton 99,95. Also... Guck dir mal auch unsere Verteilung an. Wir sind... super reich. Wir haben da gar nicht mal drauf geguckt, aber Original Income. Ich guck mal auf den Kompass, wo wir jetzt sind. Wir dümpeln weiter hier unten in der Ecke rum. Kapitalismus-liberal. Oder was heißt dümpeln? Naja, wir trauen uns halt nicht gerade die Sachen kaputt zu machen. Also wir trauen uns nicht die öffentlichen Schulen komplett kaputt zu machen und den Privatsektor zu treiben. Und wir haben das gleiche gilt auch für die Gesundheitsversorgung. Also das, wo es weh tut, das widerstrebt uns, glaube ich. Ja. Und jetzt sind wir gerade dabei, Schulen abzuschaffen. Aber wir haben ja einen Plan. Wir können die Dings runterfahren. Ich hätte jetzt gesagt, wir fahren das mal hier an die Grenze mit 13. Ja. Nicht ganz. Dann sind wir bei 10 Milliarden nur noch, also von 15, also wir sparen 5 Milliarden ein. So. Ja. Und dann machen wir dasselbe mit dem Gesundheitssystem. Da können wir jetzt nicht wirklich viel, aber wir können ein bisschen was abschlagen, indem wir auf 8 politisches Kapital ausgeben. Und zwar, da sparen wir auch 5. Ja. Sehr gut. Okay. Jo. Und dann haben wir auch schon nichts mehr. Das heißt also nächste Runde. Jetzt tun wir den Leuten weh. So, Gig Economy hat aufgehört. Unsere Probleme lösen sich gerade auf. Ich finde das unglaublich. Wir haben ein Dilemma. Ich weiß nicht, was Wrath ist. Was ist Wrath? Kranzniederlegung. Ja, also für jemanden, der sich isoliert, ist es, es spielt dabei keine Rolle, weil, ob das jetzt ein General ist, der Blödsinn gemacht hat, aber, es ist genau diese Sache, ne? Wie positionieren wir uns jetzt, wenn wir gehen wir in die Richtung, also unterstützen wir jemanden, der rassistische Motive hatte oder nicht? Wir haben gesagt, wir hauen kaputt nach da. Okay, dann legen wir einen Kranz nieder. Auch wenn im Chat die Debatte um Jugendclubs übrigens nochmal sehr spannend weiterging und auch sehr persönlich wurde und ganz viele Geschichten erzählt wurden, wie das denn damals im Jugendclub so war. Zwischendurch wurde konstatiert, ist alles in der Pause. Ist total spannend, was denn passiert, während wir nicht da sind. Gab es noch den freundlichen Hinweis, dass Subkultur ja eh tot ist und dann wurde es fachlich. Auch das schaffen die Leute noch um 21.40 Uhr. Ihr seid super. Total schön, auch zu lesen, wieder an den Rechnungen zu kommen und das zu lesen, ist total schön. Und es ging um eine Studie,
Jugendliche quasi in Milieus versucht aufzuteilen, um daraus abzuleiten, wie hoch ihr Interesse an Politik, an der Welt und so ist. Ursprünglich ist es, glaube ich, meine Werbefirma gewesen, die eine Zielgruppenanalyse gemacht hat. Aber das hat jetzt nichts mit der Shell-Jugendstudie zu tun. Aber die machen das doch auch mit. Also ist das Milieus, ist eine, oder? Ist eine andere Studie. Ist eine andere Studie. Aber ansonsten ist es auch eine der großen Jugendstudien. Aber jetzt legen wir erstmal den Kranz hier nieder. Genau. Liberale finden es nicht gut, Patrioten finden es gut. Na, super. So, continue. Unser Defizit ist wieder etwas zurückgegangen, weil unsere Ausgaben hier, also unsere Ausgaben gehen runter. Unser GDP fängt, also Bruttoinlandsprodukt fängt sich, aber unsere Schuld steigt weiter. Also, das ist schon interessant. Gucken wir mal auf, und ich gucke jetzt hier hin, unsere Zustimmungswerte sind um 0,05% gestiegen. Puh. Ja, und an der Stelle würde ich jetzt sagen, also wir haben jetzt die ganze Zeit hierhin geguckt. Pensionen. Da können wir uns eigentlich auch nicht mehr leisten, oder? Wenn wir jetzt mal unser politisches Kapital ausschöpfen, dann, Moment, wo waren wir? 39. Wenn wir es runterziehen, dann sparen wir einfach mal hier von 39 auf 25. 15 Milliarden Einsparungspotenzial. Ja, komm. Also wenn das nicht wehtut, weiß ich auch nicht. Ja. Dann würde ich sagen, tja, hier haben wir auch noch, was haben wir hier? Ah, das ist das Betrugs, da könnten wir hochgehen. Ja. Undercover Investigators. Ja. Und was ist das hier? Unterstützten bei ja, das ist jetzt, das hat wahrscheinlich nicht so einen großen Impact, weil es so wenig Geld ist. Was ist das hier? Family Planning. Für die Sexualgesundheit. Aha. Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, an diesem US-amerikanischen, an dieser Idee dieser Family Planning Clinics orientiert. Also, dass dort Frauen die Rundumversorgung bekommen. Also, da geht es ja nicht nur um Schwangerschaftsabbrüche, sondern da geht es um Krebsvorsorge, da geht es um Schwangerschaftsbegleitung. Also, all das Portfolio, was der weibliche Körper so mit sich bringt, halt reduziert auf die eine Frage. Ja, und jetzt haben wir hier noch Social Care. Oh, da sind wir eh super niedrig. Da könnten wir überlegen, ob wir das mal ein bisschen hochfahren, um das nach unten ein bisschen abzufedern. Allerdings wäre das dann schon wieder eine Überlegung, um das System zu erhalten. Ja, wir hätten genug politisches Kapital, um es abzuschaffen. Wir wollen es abschaffen. Ja, wenn wir Dinge kaputt machen, dann machen wir Dinge richtig kaputt. Ja, komm, dann lass kaputt machen. Dann machen wir das kaputt und jetzt haben wir 0 genau. Also, nächste Runde. Ja, wir spielen auch so ein bisschen Jenga. Wir haben uns einen total schönen Turm erbaut und jetzt nehmen wir ein Stück nach dem anderen raus und warten, wann er fällt. Ja. Ja, wir haben gerade investiert in unseren Secret Service. Da muss man ja so jemanden, der whistleblowt, ja eigentlich auch verurteilen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zack. Patrioten finden es gut, Liberalen nicht so. Mhm. Es ist so einfach. Ja, Popularität ist sogar ein Stück gestiegen, aber vielleicht brauchen diese Sachen einfach auch Zeit. Ja, also wir haben unser Defizit auf jeden Fall in den Griff bekommen. Also auch wenn die Weltwirtschaft steigt.
Die Weltwirtschaft steigt, aber guck mal, unsere Ausgaben gehen nach unten, unsere Einnahmen steigen nicht, aber unsere Ausgaben gehen runter. Und unser Bruttoinlandsprodukt geht hoch. Aber ja, okay, das hängt mit der steigenden Weltwirtschaft zusammen. Ja. Wir haben gerade jede Menge Einsparungen gemacht, das darf man auch nicht vergessen. Ja, es sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus, irgendwie. Ja, und wir haben noch drei Probleme. Doctor Strike, okay, ist wieder hochgegangen, weil wir das Gesundheitssystem zurückgefahren haben. Überfüllten Krankenhäuser waren fast vorbei, bevor wir das Gesundheitssystem angefasst haben. Und die Asthma-Epidemie ist jetzt demnächst, also wir haben es wahrscheinlich gerade abgefangen, bevor sie vorbei war. Also es ist spannend. Also mich beschleicht so langsam der Verdacht, dass wir uns mit unserer guten Politik in so eine Situation hineinbuxiert haben. Also ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt einiges kaputt gemacht. Wir können noch weiter kaputt machen. Und zwei Sachen sehe ich da, mehrere Bereiche. Also als erstes hätte ich jetzt gesagt, wir schaffen die Arbeitssicherheit ab. Okay. Zack. Arbeitssicherheit ist abgeschafft. Dann Drogen wegnehmen finde ich auch gut. Drogen wegnehmen? Dann, auf der anderen Seite, wenn wir die Drogen wegnehmen, verlieren wir sie doch vielleicht auch. Also wir verlieren Geld und wir würden sie aus ihrer Lethargie holen. Das wollen wir hier irgendwie auch nicht. Genau. Hier haben wir noch was. Ah! Auslandsinvestoren, das können wir erstmal, das ist ja, mein Gott, das haben wir gar nicht gesehen. Das wird erstmal hier abgeschafft. Das ist, das geht ja gar nicht. Das geht gegen die Linie, die wir uns ganz am Anfang genommen haben. Oh. Und wir könnten auch überlegen, diesen Tax Cut zu implementieren für die private Gesundheitsvorsorge. Oh ja. Den hatten wir ja aus unterschiedlichen Gründen nicht gewollt. Der hat einfach nicht gepasst, aber vielleicht passt er ja hier. Du meinst, das waren die Healthcare Voucher, also die Gutscheine fürs Gesundheitssystem. Meinte ich nicht, ist aber nicht schlimm, passt trotzdem dazu. Ich glaube, es gab im Bereich Steuern dazu noch was. Ah, Health Tax Credits. Genau. Kostet halt was. Aber dann können wir uns das staatlichen Gesundheitssystem so gut entledigen. Das stimmt. Na gut, behalten wir das mal, also in diese Richtung. Ich hätte jetzt gesagt, wir können noch mal hier, was haben wir? Small Business Grants. Ja, das behalten wir mal bei. Hier, sowas. Recycling. Werden wir wahrscheinlich beibehalten müssen, weil wir ja nicht so viel einführen können. Möglicherweise müssten wir das genau aus dem Grund sogar hochfahren. Das stimmt. Ja. Was haben wir hier noch? Das ist ja auch abgefahren. Also eine Abschlusssteuer. Wusste ich auch nicht. Jede Menge Einkommen. Na klar, weil wir die Bildung so gepusht haben. Das ist ja cool. Müssen die jetzt mehr Geld dafür bezahlen, dass sie... also wir können das ja anheben, oder wäre das blöd? Da müssten wir allerdings irgendwie gucken, dass wir die Auswanderung verhindern, damit uns kein Brain Drain passiert. Und schon sind wir wieder bei der Diktatur. Es ist so, es geht irgendwie nicht anders. Ja, aber das ist doch gut. Ja, machen wir. Hier, zack. Mehr Einnahmen. Okay. Was haben wir hier unten? Diverted Profit Tax. Also, das ist eine Möglichkeit, Geld einzunehmen, unabhängig davon, was die Firmen berichten, was sie tatsächlich an Gewinnen haben. Das hatten wir damals auch gefunden und eingeführt. Ja, das hat jetzt mit unserer Isolation nichts zu tun. Also, wir könnten das anheben, aber... Na, wir würden zumindest die Auslandsbeziehungen
Stimmt. Wir müssen jetzt die Auslandsbeziehungen weiter schwächen. Und wir könnten hier mal an die Grenze gehen. An die genau. Zwei Einfluss. Können wir gerne machen. Und, ne? Weißt du noch, wir hatten gerade eben dieses, wir müssten dann irgendwie gucken, dass wir die Leute an der Auswanderung hindern, sonst hätten wir eine Brain Drain. Yeah. Und der völlig folgerichtige Kommentar im Chat, lieber Horsti, vielen Dank. Wie war das mit, ihr spielt nicht die DDR? Ja genau, das ist das Problem. Wir kommen da immer wieder hin. Ja, irgendwie führt das so dann zu Sicherung abgefahren, ne? Also ich kann mir sogar fast vorstellen, dass man sogar so ein Stück weit in so ein autoritäres System einfach reinstrappern kann. Man kriegt es nicht mit und dann macht man auf und denkt sich, ups, wann ist denn diese Entscheidung getroffen worden? Ja, ja. Weil ich meine, das passiert uns ja jetzt gerade schon. Ja, ich gucke nochmal auf den Kompass. Wir sind immer noch hier unten in der liberal-kapitalistischen Ecke tatsächlich. Es ist faszinierend. Okay, nächste Runde. Weil wir haben kein politisches Kapital mehr. Königliche Hochzeit. Konservativen und Tourismus geht nach oben. Puh. Ja. Schön. Ja. Sonst ja, nichts. Wir machen ja keine, die können ja kommen und ihr Geld hier ausgeben. Das sind ja auch gewiesen. Ja. So, ich sehe gerade, es wurde Physik gewünscht von Belana. Dafür wurden Kanalpunkte ausgegeben. Dann mache ich das doch direkt mal. Belana und vielleicht auch alle, ich habe es nur am Anfang einmal gesagt, es gibt auch noch eine neue Geschichte, nämlich, das ist ein bisschen teurer, aber ich habe noch was eingeführt, nämlich Mikroskopie. Es kostet 550 Kanalpunkte, da werde ich etwas mikroskopieren und ihr könnt mir sagen, was, und ich versuche, etwas in der Richtung zu finden. Und Physik habe ich mir jetzt tatsächlich auch ein Experiment hier hin, oder nicht ein Experiment, sondern etwas, was ich zeigen will, hingelegt. Und ich habe jetzt kurz mit mir selbst gerungen, ob ich das jetzt machen will oder ob ich was anderes aus Physik erzähle, aber ich mache es trotzdem. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das als erstes Physikteilchen zu beschreiben, und es hat nichts damit zu tun, dass ganz offensichtlich diejenige, die es sich gewünscht hat und Kanalpunkte ausgegeben hat, weiblich ist. Deswegen habe ich das nicht gewählt, sondern das ist das erste Physikexperiment, was hier liegt. Es geht um Nagellack. Und tatsächlich um diese Art von Nagellack. Glitzernagellack. Also, ja, ich mache das hier mal auf, ne? Schön Silber-Glitzernagellack habe ich hier. Den habe ich vermacht bekommen von meiner Frau. Aber was man damit tut, ist das hier. Man kann mit Glitzernagellack, das hier ist jetzt blauer Glitzernagellack, ganz hervorragend Mikroskopieproben präparieren. Aus einem sehr einfachen Grund. Wenn man das mal von der Seite sich anguckt, Glitzernagellack sorgt immer dafür, dass eine dicke Schicht entsteht. Für all diejenigen, die Glitzernagellack schon mal auf ihre Finger gestrichen haben, den muss ich das, glaube ich, jetzt nicht mehr erklären, für all diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Glitzernagellack ist wegen der Partikel, die da drin sind, meistens deutlich, naja, nicht zähflüssiger, aber bildet eine dickere Schicht auf dem Nagel. Und genau das nutze ich aus, um einen Ring um meine Deckgläschen auf dem Objektträger zu machen. Weil das Problem, was man oft hat, und diese Probe hier, ich bringe das mal ganz nah ran, man kann das so ein bisschen erkennen, da ist sowas Weißes drin. Das ist Milch. Hier habe ich zwei Proben von Milch, nämlich einmal homogenisierte und einmal nicht homogenisierte Milch. Das heißt, bei homogenisierten Milch wird die Milch durch einen Filter gedrückt und es kommen danach nur gleich große Fetttröpfchen raus. Milch ist nichts anderes als Fett in Wasser und der Emulgator sind Proteine in der Milch. Also, dass das Fett tatsächlich im Wasser gelöst werden kann, dafür braucht man diesen Emulgator. Und homogenisierte Milch, da sind die Fetttröpfchen gleich groß, weil sie durch ein feinmaschiges Sieb, also Mikrometer großes Sieb, durchgepresst wird. Und nicht homogenisierte Milch, da hat man ganz unterschiedliche Größen in diesen Fetttröpfchen. Das habe ich mal für ein paar Grundschüler gemacht und wir haben uns dann halt den Unterschied angeguckt, weil das Thema war gerade Kuh.
Und da haben wir das dann mikroskopiert und uns angeguckt, wie groß, wie der Unterschied ist. Und tatsächlich schmeckt auch, finde ich, nicht homogenisierte Milch anders, weil man eher was von dem Fettigen halt tatsächlich mitbekommt. Aber das große Problem ist, besonders wenn man Flüssigkeiten hat auf so einem Deckgläschen und man tut das auf den Objektträger, also das hier ist ein dünnes Glas. Ich kann mal gerade einen Objektträger holen, damit man das besser sieht. Das hier ist so ein handelsüblicher Objektträger, den sieht man fast kaum. Der hat eine Stärke von 0,11 mm, also 110 Mikrometer dick sind diese Objektträger, sehr, sehr dünn, weil man will ja optisch durchgucken, deswegen sollte das auch sehr dünn sein. Und wenn ich da jetzt irgendwie eine Flüssigkeit zwischen habe und das auf einen Objektträger drücke, dann bildet sich halt ein Film. Aber mit der Zeit ändert sich was. Es verdunstet Flüssigkeit, der Objektträger wandert näher. Aber wenn ich hier sowas mit Milch mache und ich Nagellack benutze, besonders Glitzernagellack. Also man kann das auch mit normalem Nagellack machen, aber Glitzernagellack bildet diese schöne Schicht. Und dann kann man dafür sorgen, dass tatsächlich sehr, sehr viel der Flüssigkeit lange in der Probe drin bleibt. Und deswegen benutze ich immer sehr gerne Glitzernagellack und besonders für das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, da war die Probenpräparation noch anders. Da haben wir einen bestimmten Puffer benutzt, um die Proben zu präparieren. Da musste mit einem bestimmten pH und mit bestimmten Enzymen, da durfte kein Sauerstoff mehr in der Probe sein, aber die Flüssigkeit musste reduzierendes Potenzial haben, damit etwas Bestimmtes mit den Farbstoffen in der Probe gemacht wurde. Und das musste halt dann auch luftdicht abgeschlossen werden. Und dafür war das allerbeste Glitzernagellack. Und es gab tatsächlich mal so eine Zeit, wo es dann wirklich so war, wo viele meiner Kollegen und Kolleginnen auch solche Experimente gemacht haben, wo wir uns dann gegenseitig benachrichtigt haben. Hört mal, Rossmann hat gerade im Angebot Glitzernagellack und dann wurde halt irgendwie was gekauft. Da hatte ich auch mal ein interessantes Erlebnis an der Kasse. Da habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich brauchte Klopapier und ein Deo. Und ich habe dann halt also eine Packung Klopapier, eine Packung Deodorant und 6 oder 7 Glitzernagellack-Dinger gekauft fürs Labor, weil ich war dran. So, ne? Der einer muss mal Glitzernagellack kaufen. Dann habe ich das bezahlt und dann, ich hätte gern auch den Bon. Und dann sagte die Frau an der Kasse, na, das sieht ja nach einem interessanten Wochenende aus. Weiß sie nicht, was sie damit gemeint hat. Also jemand, der Klopapier, Deo und 7 Pakete Nagellack kauft. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Aber das dazu, warum ich Glitzernagellack so toll finde, weil es halt diese dicke Schicht macht. Und es verhindert, gerade wenn man darauf angewiesen ist, dass ein Flüssigkeitsniveau in einer Probe aufrechterhalten wird, verhindert das Verdunsten für eine lange Zeit. Das hält nicht ewig, aber im Gegensatz zu ein paar Stunden kriegt man das, kann man so eine Probe sich auch nochmal nach einer Woche angucken und es hat sich kaum was verändert. Die hier ist jetzt, glaube ich, auch schon, warte, normalerweise sollte ich 2018, also da ist jetzt die ist jetzt 2,5 Jahre alt, die Probe, da ist mittlerweile die Flüssigkeit verdampft. Also da sieht man nicht mehr viel, wenn man das, unter das Mikroskop guckt. Aber genau, das wollte ich erzählen von meiner Probenpräparation. Das war eher Biophysik, aber nichtsdestotrotz Physik. Wenn ich einen Typ mit viel Glitzernagellack sehe, weiß ich, dass du es bist. Ja, ich arbeite jetzt nicht mehr in dem Labor, wo ich viele Probenpräparationen mache mit Glitzernagellack. Das heißt, das ist nicht zwangsläufig eine eindeutige Art und Weise, mich zu identifizieren, aber ist auf jeden Fall ein Indiz. Ja. Apropos Indiz. Ja. Gibt es denn Indizien, dass unsere Zustimmungswerte in den verschiedenen Gruppen sich irgendwie verändert haben? Also die Gesamtzustimmungswerte sind jetzt eher hochgegangen. Wir können mal die Sachen durchklicken. Kapitalisten, da sind wir seit einiger Zeit gleich. Achso, wir können auf einen Überblick gucken. Es hat sich doll was verändert. Mein Gott. Die Reichen sind nach oben gegangen. Ich habe hier gerade ein Insekt in meiner Beleuchtung.
Alles gut. Bei den Reichen ist nach oben gegangen. Autofahrer nach oben. Ethnische Minderheiten. Mittlere Einkommen. Und der Autofahrer ist, könnte ich mir gut vorstellen, ist darin begründet, dass wir die Subvention für die Biokraftstoffe in Gang gesetzt haben. Ja, genau. Pendler ist auch nach oben gegangen. Patrioten ist nach oben gegangen, wegen den Pharma ist gleich geblieben. Selbstständige ist wieder hoch. Staatliche Angestellte, Sozialisten ist runtergegangen, seit wir angefangen haben, diese Sachen zu machen. Die Armen, da geht's runter. Die Rentner, na klar, weil wir deren Pensionen gekürzt haben. Liberale ist stark gefallen. Also, es hat sich was verschoben, aber auch eher so in den Gruppen. Also, wenn wir mal auf Liberale... Achso, so können wir sie rausnehmen. Ah, okay. Religiöse... Konservative gehen hoch, Liberale Also es hat sich ein bisschen was verschoben, aber jetzt nicht wirklich doll. Wir können mal auf den Sicherheitsreport gucken. Hier wird uns keine Gefahr angezeigt. Weil wir den Geheimdienst so krass hochgefahren haben. Das stimmt. Also die haben einfach, also die können nicht, weil der Geheimdienst schon da ist. Ja. Unser Defizit geht weiter runter. Die Weltwirtschaft steigt. Gut, also bleibt die Frage, was machen wir als nächstes kaputt? Oh, weißt du was, wo wir nur so ein paar Leute verärgern? Diese Schulungen für Eltern. Ah ja. Die brauchen wir dann auch nicht mehr. Das hier. Free Parenting Class. Ja, sparen wir jetzt nicht wirklich viel mit, aber dann können wir das abschaffen. Wenn wir eh so ein bisschen abgeschottet sind, wäre die Frage, wie viel von der Technologieförderung wir noch brauchen. Oder ob wir das alles selber haben müssen und deswegen technische Colleges hochfahren und Technologieförderung auch hochfahren. Ja, was ist das hier? Das ist... Dedicated School. Das ist, wie das Schulsystem ist. Das hatten wir schon mal uns angeguckt, ne? Ja. Ob wir sozusagen... Ob wir die Spitze oder die Breite fördern. Ja. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wir damit anstellen. Nee. Also was wir jetzt wirklich machen könnten, wäre, wir könnten jetzt einfach sagen, okay, wir knallen die Steuern hoch. Also ich hätte jetzt gesagt, wir sind jetzt schon jenseits mit, wir versuchen Sachen kaputt zu machen, hier verschiebt sich was, aber unsere Zustimmung ist da. Ich hätte jetzt gesagt, komm, wir gucken mal, ob die Zustimmung absackt, wenn wir mit den Steuern hochgehen. Ja, momentan versuchen wir erstmal nur grundsätzlich rauszufinden, ob wir es überhaupt kaputt machen können. Oder? Ja, genau, also wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, wir gucken mal, ob wir es überhaupt kaputt machen können. Ja. Und dann würde ich doch mal sagen, fassen wir mal die Einkommensteuer an. Und gehen mal bis an diesen Punkt. 50%. Zack. Und dann können wir noch, was ist das hier? Die Lohnsteuer. Ach komm, wenn wir die Einkommenssteuer hochfahren, dann müssen wir die Lohnsteuer hochfahren. Dann könnten wir belegen, ob wir die Immobiliensteuer noch und so. Also das können wir alles. Das alles, was wir jetzt machen, ist an sich sinnfrei. Außer für den einen Zweck, den es jetzt gerade hat, rauszufinden, ob wir überhaupt unsere Zustimmungsrate runterbekommen könnten. Genau. Jetzt gesagt, komm, Alkoholsteuer setzen wir nochmal einen rauf.
Dafür haben wir gerade noch das Kapital. Jo. Und nächste Runde. Spreading Fake News. Streamer of his Birthday Song. Ein populärer Internet-Streamer soll bei unserer Dings... Ach komm. Ja, komm, soll er singen? Alles gut? Sie. Ja, es geht auch schon ums knappe Kleid, glaube ich. Ah, alles tiny, klar. Tiny dresses and adult-themed songs. Ah. Ich glaube, es geht um Marilyn Monroe. Stimmt. Reinkarniert als Streamerin. Genau, gibt es keine neuen Steuern zum Einführen, wird gefragt, Ferdinator. Das ist ein guter Punkt. Wir führen doch jetzt einfach mal Steuern ein. So, wir haben Steuern erhöht. 99, wir sind leicht abgesunken und jetzt führen wir einfach nochmal Steuern ein. Steuern, Oh, Internet-Tags finde ich super. Die sollen nicht so viele Außenweltkontakte haben. Internet können wir uns nicht leisten, 28, aber dann machen wir einfach mal nächste Runde und führen die ein. Finde ich gut. Alles klar. Adding Bureaucracy, jawohl. Ich hab jetzt dummerweise irgendwie ein Bild vom Kopf, wie André die Marilyn gibt. Und ich schicke einfach nur am Chat, ich kann nichts dafür. So, wir haben wieder ein Dilemma. Wie viele Kanalkonflikte? Ja, es wird jemand von außerhalb will uns besuchen, da würde ich sagen, turn down the offer. Ja, aber auch nur deswegen, weil er aus dem Ausland kommt. Ja. Wenn unter normalen Bedingungen hätten wir es abgelehnt aufgrund der politischen Ausrichtung dieser Person. Richtig. Und so. Aber, ah ja. Okay, so, jetzt führen wir mal Luxussteuer finde ich auch gut. Luxusgütersteuer. Ah, erstmal Internet-Tax. Ja. Implement. Steuern einfach macht total Spaß. Ja, dann würde ich mal sagen, so hier an die Grenze, dass wir noch Luft nach oben haben. Das ist nicht schlecht. So, Luxussteuer hat sie gesagt. Können wir uns schon nicht wieder leisten. Hat Belana gesagt, ich habe es nur weiter erzählt, weil es eine gute Idee war. Alles klar. 14 brauchen wir dafür. Tja, dann nächste Runde. Oder noch wir müssen mal gucken. Wir werden gleich wieder gewählt. Noch zwei wir Runden. Haben übrigens ein Plus. Hä? Ja. Wir sind ein Plus. Ja, abgefahren, oder? Wir kriegen die... Also, wir machen jetzt einfach mal nächste Runde. Wir haben keine Wahlversprechen erfüllt, übrigens. Diplomatische Immunität. Okay. Das ist übrigens auch wirklich passiert. Was? Der Fall, der jetzt hier gerade eingeblendet wird, ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es ging um die Frau von dem Botschaftsmitarbeiter, die in den Unfall verwickelt war und die nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist und dann in die USA ausgereist ist. Wenn ich mich recht entsinne, hat sich Trump dann sogar mit den Eltern des Unfallopfers getroffen. Warum auch immer. Weiß ich nicht, warme Worte spenden. Aber es kam nichts bei raus. Tja. Aber das ist auch passiert. Okay. Ja, wir fassen jetzt mit den Wahlversprechen, machen wir jetzt nichts. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir die beiden, die wir jetzt haben, nicht mehr halten. Genau, wir wollten die Reichensteuer einführen. Machen wir das mal. Luxusgutsteuer. Luxusgüter. Ja. Da gehen wir auch mal so hier an die Grenze, würde ich so sagen. Mhm. Und was haben wir noch an die Steuern? Empty Home Tax. Empty Home Tax. Ja, weil, also ich meine, Zweitwohnsitz brauchen wir ja nicht. Also ich meine, Leute können auch nicht mehr rein. Also das muss man mal gucken, aber ich glaube, wir brauchen. Dann machen wir das auch mal. Gehen wir hier auch so an diese Grenze. Zack, bumm. Haben wir noch zwei. Und dann sind wir im Prinzip
ja, jetzt werden wir gewählt. Ich glaube, es ist hoffnungslos. Also wir haben die Steuern, massiv erhöht. Nächste Runde, gucken wir, was die Wahl macht. Okay, wir sind... Achso, wir sollen Wahlversprechen machen, weil wir haben noch zwei. Tja. Wir sollen wieder positive Dinge versprechen. Also wir sollen halt Steuern kürzen oder so. Oder Sachen noch besser machen. Was ist mir schon klar, dass der Sinn von Wahlen, dass es sich ins Positive entwickelt, aber wir wollen das halt gerade nicht. Genau. Insofern wir versprechen jetzt einfach mal zwei Sachen, aber scheißen drauf, könnte man sagen. Ja. Also CO2-Steuer versprechen wir, okay, und Tabaksteuer versprechen wir, werden wir aber nicht einlösen. Mhm. So. Jetzt haben wir kein politisches Kapital mehr. Blaming the previous government, aber wir waren das previous government. Ja. Aber Oh! Nichtwähler, um Gottes Willen. Richtig krass. Wir haben unsere Opposition einfach schon in Grund und Boden geballert. Aber die Nichtwähler, das ist ja krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Aber wir haben die anderen Parteien platt gemacht. Ja, die anderen Parteien haben wir davor schon platt gemacht. Ja. Und augenscheinlich haben sie es nicht geschafft, uns irgendwie was Eigenes darzustellen. Und ja, das zeigt sich halt häufig dann auch in der Nichtwählerquote. Aber krass, dass man es gar nicht so sieht. Ja, hier, The United Republicans 0. Natural Law Party sind immer noch ein paar Überlebende, aber nicht, das ist jetzt krass. Das wird tatsächlich, aber ja, anscheinend haben wir die beiden Parteien in Grund und Boden gerichtet. Die können nicht kommen, also haben wir keine Opposition. Dann gehen nur Leute nicht zur Wahl. Das finde ich jetzt krass. Und da wäre es auch nochmal spannend, sich diesen Bereich Australien anzugucken mit der Wahlpflicht, was wir das letzte Mal oder ganz am Anfang schon mal hatten. Wie sich dann so eine Situation auswirkt. Ja. Ob dann weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, wie sich es auswirkt. Und hier, ich glaube, in der letzten Wahl, ja, hatten wir auch so viele Stimmen und haben auch so viele Prozent insgesamt, aber unsere Nichtwählerquote war deutlich niedriger. Mhm. Wir haben einfach keinen Bock. Ich glaube, wir haben ihnen den Spaß am Wählen gehen verdorben. Oder das Gefühl, etwas verändern zu können, vielleicht auch. Ja. Also ja, insofern ist eigentlich unser Plan aufgegangen. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Aber es tut auch ein bisschen weh. Also so viele auf die Nichtwählerseite geschoben zu haben, ne? Aber es ist auch interessant, dass wir das gar nicht so sehen konnten, wirklich, ne? Also an den Umfragewerten war das nicht wirklich klar, wie sich das verschiebt in diese Richtung. Das konnte man, hatte ich jetzt nicht, weil die Zustimmungswerte ja so wahnsinnig hoch waren. Na okay, du hast keine Alternative, also wird es für uns gezählt. Na genau, die Nichtwähler, die sind dann halt einfach nicht dabei. Also die zählen halt zu den 100% dann nicht mit. Deswegen ist ja nicht wählen gehen in der Demokratie total dämlich. Geht halt wählen. Aber das ist ja wieder eine eigene Geschichte. Aber so oder so finde ich es echt spannend. Ja, und dann ist es spannend, was passiert, wenn man, genau, was du eben schon sagtest, Australien mit dem verpflichtenden Wahlsystem. Ja. Ja, witzig. Hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Ja, aber im Prinzip kann man von hier aus ja dann nicht mehr verlieren, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier noch... Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich nicht mehr weitermachen können, ohne irgendwie einen autoritären Staat zu bauen, glaube ich. Im Sinne von kaputt machen. Ja. Unsere Minister sind auch ganz gut sogar. Also, ich möchte hier von gar keinen feuern.
Also bis auf Welfare, aber das geht auch okay. Also da würde ich jetzt sagen, close. Ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen? Ach, überhaupt nicht schlimm. Also wir sehen auf jeden Fall, dass unsere Hau-weg-Taktik dazu geführt hat, dass wir eine geringere Zustimmungsquote haben. Weil das Wahlergebnis ist ja nicht das einzig Entscheidende. Und ich glaube, dass das, was auf dieser Zustimmungsskala abgebildet war, wäre eine Wahlzustimmung gewesen. Dann käme man nämlich genau bei diesen 99% raus. Ja. Wenn es quasi eine Gesamtzustimmungsquote in der Bevölkerung gewesen wäre, hätten wir möglicherweise eher wahrgenommen, dass dort was passiert. Ich muss lachen, weil im Chat sagt Horst hier gerade, was sagt das über Bayern? Ich weiß nicht. Was sagt das über Bayern? Die Zustimmungswerte der CSU sind gerade hochgegangen. Oder worauf beziehst du dich, Horsti? Ich weiß nicht. Klär uns auf, was deine Theorie ist. Das würde mich auch interessieren. Ich guck mal gerade das Dilemma an. Er ist in unserem Land illegal, also deportieren. Ja, aber dann sind wir übrigens wieder bei Asylrecht und das hätten wir nicht machen dürfen, aber ich würde es nochmal angemerkt haben. Ja. Aber egal, jetzt an der Stelle. Ja, wir haben jetzt Geld eingenommen. Die Frage ist, unsere Schuld geht gerade runter, aber auch größtenteils deswegen, weil die Wirtschaft gerade wächst. Ja, wahrscheinlich sollten wir jetzt erstmal die schwarze Null spielen, oder? Wir sind ja, haben wir ja, wir haben Überschuss. Stimmt. Ja, dann werden wir den wohl noch weiter ausweiten müssen. Also außer wir investieren in Militär oder diese Technology Colleges, das sind so Sachen, die ich mir auch noch gut vorstellen könnte. Aber wie gesagt, mir widerstrebt es gerade ein bisschen weiterzuspielen, weil egal wie wir es drehen und wenden, wir kommen da nicht an autoritären Zügen vorbei. Ja, finde ich auch. Und würde jetzt auch sagen, wir haben eine Diagnose gestellt, wenn wir so spielen, wie wir es gemacht haben, mit den Entscheidungen, sodass wir diese unglaublichen Zustimmungswerte haben und die beiden anderen Parteien, die noch existierten, so in Grund und Boden reinziehen, dann ist es halt, was Zustimmungswerte, von der Seite können wir nicht verlieren. Wir können uns bankrott wirtschaften. Das ist quasi eine Möglichkeit, dass wir dieses Spiel noch verlieren können. Aber wir sind an einem Ende, an irgendeinem Extremwert der Simulation angekommen, wo wir halt allen Scheiß machen können. Ja. Was auch spannend ist. Ja, ich glaube, auch wenn wir jetzt einfach weiter so spielen würden, bei der nächsten Wahl sähe es anders aus. Also, Horsti, kurz für die Kommentare. Nee, die CSU ist da nicht permanent über 70%. Die mussten jetzt koalieren mit den Freien Wählern. Genau. Das ist nicht so ganz... Das ist tatsächlich nicht so ganz richtig. Das ist nicht permanent. Es kann höchstens sein, dass es manchmal in der Selbstdarstellung so wirkt. Mhm. Genau. Ja, also ich würde jetzt vorschlagen, weil wir diese Diagnose gestellt haben, dass wir jetzt in der Simulation irgendwo reingeraten sind. Während du tippst, beantworte ich kurz eine Frage aus dem Chat. Ja. Und es gibt kaum Extremisten, weil wir den Geheimdienst so krass hochgefahren haben. Und auch immer, deswegen meinte ich vorhin, wir weigern uns, solche Dinge durchzusetzen. Wir gehen immer noch nicht quasi gegen einzelne Bevölkerungsgruppen und deren Interessen so richtig radikal vor. Wir bauen da mal ein bisschen was ab, wir bauen da mal ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass es wirklich krass spürbar wäre im Sinne von einem ideologischen Überbau oder so, wo sich dann Extremisten finden. Also wenn wir jetzt total patriotisch spielen würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Liberalen irgendwie in der extremistische Gruppierung. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber egal. Also, dass es irgendwie aus,
aus anderen Ecken kommt. Aber momentan sind wir halt noch nicht so krass gegen einzelne Bevölkerungsgruppen vorgegangen. Ja. Aus vorhin schon erwähntem Grunde, dass uns das widerstrebt. Ich hätte jetzt gesagt, wir können zurückgehen und ein Vergleichsexperiment machen. Wäre eine Variante, oder wir fangen ein neues Spiel an. Aber ein neues Spiel an, das würde ich mir aufheben. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir laden. Also, Crypto-Main-Menü. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.